3, 2, 1. Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Masters. Freut mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir die gemeinsame Feldforschung abgeschlossen und wir haben unter anderem auch Flavia besiegt. Also einiges ist in der letzten Folge passiert, falls ihr die letzte Folge verpasst habt. Unbedingt nochmal nachholen. Wir machen weiter mit brennende Entschlossenheit. Denn wir wollen ja jetzt Flavia für unser Team rekrutieren. Mensch, ihr seid stark. Ihr habt hervorragend als Team zusammengearbeitet. Mich hat lange kein Kampf mehr so ins Schwitzen gebracht. Und die Antwort ist richtig. Und das ist dir gut aufgefallen, Flavia. Pyrrha? Du hast den Kampf eben angesehen? Flavia, du bist ein starker Trainer, eigentlich Trainerin. Jedoch steigerst du dich in deine Rolle als Arenaleiterin hinein, dass es dich letztendlich behindert. Was du jetzt lernen musst, das ist, dich auf andere zu verlassen. Auf andere? Ja, so sieht es aus. Hör zu, ich habe eine letzte Trainingseinheit für dich. Tritt dem Team von Flui bei und nimm an dem WPM teil. Was? Digga, was? Mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, zusammen Spaß zu haben, gemeinsam zu kämpfen, sich neu erfinden. Dadurch reift man und wird stärker. Du bist auf jeden Fall herzlich willkommen, Flavia. Aber es bleibt deine Entscheidung. Pyrrha, das ist eine super Idee. Sehr schön. Ich würde gerne deinem Team beitreten. Lass uns zusammen beim MVP angehen, Flui. Ja, nein, Spaß. Natürlich, wir nehmen sie auf. Hippie, auf gute Zusammenarbeit. Also Flui, Flavia ist bei dir in guten Händen. Jetzt werde ich mir mein eigenes Team aufbauen für die WPM. Dicker, was? Hoho, darüber habe ich schon lange nachgedacht. Ich will bei den Teamkämpfen hier einmal ohne Rücksicht auf Verluste gegen Flavia antreten. Sie hat meinen Kampfgeist als Trainer entfacht. Verstehe. Na dann werde ich mich auch mit aller Kraft reinhängen. Also, haben wir überhaupt keine Zeit zu verlieren? Sag mal, Flui, wie viele Orden hast du denn schon? Orden? Oh, die Orden. Vielleicht sollten wir langsam mal anfangen, sie zu sammeln. Am Ende der WPM teilnehmen zu können, muss man 5 Orden ergattern. Diese Orden werden von Trainern überreicht, die als WPN-Leiter bzw. WPN-Leiterin bekannt sind. Habt ihr schon eine Ahnung, wer WPN-Leiter sein könnte? Wenn du mich so fragst, ich habe gehört, dass meine Freundin Erika, auch eine Arena-Leiterin aus der Kanto-Region, auf Passion WM-Leiterin tätig ist. Was stehen wir denn hier noch so rum? Pyrrha, danke für alles. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird gekämpft. Das will ich hoffen. Und damit ist Flavia endgültig unserem Team beigetreten. Wunderbar.
Flavia mit ihrem Gürtel. Ich bin Flavia. Ich fühle mich geehrt, die bescheidene Aufgabe der Arenaleiterin des Typs heute. Nein, ich meine, ich habe hier das Sagen. Punkt. Ah, sie ist nämlich sehr energisch. Mit ihrem Gürtel haben wir sie jetzt also in der Party. Yippie! Und bekommen natürlich die Möglichkeit, die nächste Mission zu machen. Und nicht nur die nächste Mission, nein, das nächste Kapitel! Keim zur Blüte, Kapitel 4! Aber das werden wir natürlich noch nicht machen, weil wir haben jetzt erstmal wieder ein Kapitel abgeschlossen und können jetzt erstmal die ganzen Belohnungen hier einstreichen, die wir hier so alles erhalten haben. Die wollen wir uns natürlich abkassieren. Dadurch, dass wir aber auch einen neuen Charakter in unserer Party haben, haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit, unser Team ein bisschen aufzuwerten, beziehungsweise gibt es jetzt natürlich neue Zusatzgebiete. Die möchte ich jetzt auch endlich mal angehen. Und zwar beginnen wir mit dem Krafttraining. Ja, das haben wir ja bislang so ein bisschen ignoriert, besonders weil wir dem ersten Krafttraining ziemlich abgelost haben. Jetzt möchte ich aber dem Krafttraining meine volle Aufmerksamkeit erstmal leiten, denn wir wollen das jetzt auch mal schaffen. Dafür müssen wir natürlich erstmal unser Team verändern. Ja, die gute Misty passt hier nicht so gut in die Rolle rein. Deswegen packen wir für Louis wieder back in die Party, denn ihr seht, wir brauchen Gesteins-Pokémon und auch Elektro-Pokémon. Davon haben wir jeweils die Typkombination momentan auch dabei. Sollten wir keine Typkombination natürlich momentan besitzen, werden wir die Quest erstmal auslassen. Jetzt geht's also los gegen Willi. Willi, der einer der Top 4 aus der Kanto- bzw. Johto-Region. Und er kommt hier mit einem Sato, das wird mit Sicherheit sein stärkstes Pokémon sein. Und deswegen werden wir uns erstmal über dieses Bidiza und Schneckmark hermachen. Und das erstmal ausschalten. Mit Plinfa können wir erstmal alle Gegner treffen und haben sogar schon das Bidiza besiegt. Und konnten gleichzeitig auch das Schneckmark ein bisschen Schaden machen. Ja, das geht hier relativ fix. Jetzt können wir mit Pikachu richtig abgehen. Klar, das Psychokinese wird schon ein bisschen Schaden machen. Aber unser Pikachu sollte eigentlich stark genug sein, um hier ordentlich Damage durchzuführen. Und da sieht man es auch gleich hier bei dem Damage. Der Schaden ist schon ziemlich enorm. Und mit einem zweiten Donnerblitz ist das auch gegessen. Ich hätte zwar vielleicht auch auf Donnershock gehen können, aber hierbei wollte ich auf Nummer sicher gehen. Sato wurde besiegt und Willi damit auch. Damit haben wir also die allererste Mission abgeschlossen. Missionen werden natürlich später noch schwieriger, aber zumindest haben wir jetzt hier erstmal zumindest ein Faktor schon mal abgeschlossen. Da erhalten wir natürlich hier mächtig viele Punkte. Und wir erhalten auch die Möglichkeit zur nächsten Story. Die werde ich natürlich erstmal ignorieren. Und zwar den Kampf gegen Pyro. Wir könnten jetzt gegen Pyro kämpfen. Aber wir hätten vielleicht auch schon die Stärke, um Pyro zu besiegen. Aber das werden wir natürlich jetzt erstmal ignorieren. Weiter geht es mit der nächsten Arena-Leiterin. Hier wird uns empfohlen Pflanze und Wasser, aber leider haben wir noch kein Pflanzen-Pokémon, deswegen werde ich das hier erstmal ignorieren und wir machen hier mit diesem komischen Typ weiter. Feuer gegen und Elektrofeuer haben wir seit Flavie jetzt auch endlich in der Party und können dem Rocco auch mal eine Pause gönnen. Rocco also aus dem Team und die neue Flavie kommt rein. Sie kommt direkt schon rein mit Level 15, das ist zumindest schon mal sehr gut, dass sie hier direkt mit einem sehr hohen Level reinkommt. Flavia ist auch eine gute Trainerin und Barry mit seinem Plimpla lasse ich weiterhin drinne, weil er kann halt sehr gut Schaden auszahlen und das kann uns natürlich durchaus von Nutzen sein. Bronzong, Barmelin und Magnetilo. Wenn man das Magnetilo mal ausklammert, ziemlich starke Gegner, muss man ja schon definitiv sagen. Kotl bewegt sich auch ziemlich langsam, wie man hier sieht. Mit dem Blubber machen wir erstmal auf allen ein bisschen Schaden. Und mit dem Glut können wir das Magnetilo zumindest ein bisschen Schaden machen. Donnershock macht Builin. So, das war ein Builin. Siehst du, habe ich gerade eben sogar versprochen. Das ist ein Builin.
mit dem Blubber besiegen wir auch alle Pokémon jetzt. Hier kommt er zwar mit einem interessanten Angriff, macht aber nicht so viel Schaden. Also die ersten Gegner können wir durchaus besiegen. Noch haben wir keinen Pflanzentyp in unserer Party. Und da sieht man, dass Bronzong hält schon ziemlich viel durch, obwohl die Glut ja sehr effektiv war. Gyroball, ja, ist jetzt auch nicht der große Schaden. Besonders, weil wir halt schon dem Gegner viel Schaden gemacht haben. Nächste Glut. Das macht alles nicht so viel Schaden, deswegen ist das schon ein sehr storliger Kampf. Aber insgesamt sind wir natürlich das bessere Team. Und besiegen Bronzong. Durchaus ein nicht so einfacher Kampf. Bronzong ist ein böses Pokémon. Und Flavi hat schon mal gezeigt, ja, so gut stark austeilen kann sie jetzt auch nicht. Aber zumindest hat sie trotzdem ihr Job gut erledigt. Ich finde es einfach wichtig, dass ich euch alles in diesem Spiel zeige. Nicht nur die Main Story, sondern halt auch diese anderen Stories. Wir könnten zwar hier schon den nächsten Kampf machen im Taktiktraining, wollen aber erstmal mit dem Helfertraining weitermachen. Und da kämpfen wir gegen Flavia, lustigerweise. Wir könnten jetzt das Battle Flavia gegen Flavia machen, doch wie ihr seht, bringt uns das nicht so viel und müssen deswegen Flavia hier ersetzen und können wieder Rocco in die Party tun. Damit können wir jetzt auch richtig gut auszahlen, klar. Ja, natürlich. Hier habe ich ein bisschen verkackt. Habe ich mich auch so gesehen für Rosi. Genau, so wollte ich das machen. Ich wollte nämlich Rosi in die Party haben. Genau. Ich wollte nämlich Rosi mal wieder kämpfen lassen. Die hat lange nicht mehr mit uns gekämpft. Und da Pikachu sowieso jetzt uns bei diesen Kämpfen überhaupt nicht helfen kann, dachte ich mir, ja, packst du einfach mal Rosi wieder in die Party. Und da ich ja Rosi sowieso gerne habe, nehme ich sie auch gerne mit in die Party. Hier gegen das Schnäppke, Kurtel und Schneckmark. Mit dem Blubber können wir wieder schön alle richtig schön Schaden machen. Ich werde euch einheizen. Schon eine interessante Taktik. Im Grunde genommen ist die gute Rosi auch nur da, um unser Team zu supporten. Ihr seht ja, dass der Spezialangriff des ganzen Teams steigt. Besonders dem guten Plinfer hilft das, weil er Onix ja nur physisch angreift. Aber trotzdem sieht man, wie viel der Blubber jetzt allein auch schon abzieht. Mit Blubschrei machen wir jetzt sogar richtig viel Damage. Ihr seht das, 337 Schaden. Und deswegen habe ich auch Rosi in die Party getan, denn sie soll unser Team besonders vor allen Dingen supporten. Und so bekommen wir auch die nächsten EP. In der letzten Folge habe ich es schon angedeutet, das Let's Play wird so lange gehen, bis Pokémon Schwert und Schild rauskommen. Das heißt, bis zum 15. November werden wir Pokémon Masters ein bisschen spielen. Wenn es denn mit Pflanze und Elektro können wir ja jetzt abgehen. Rosi ist ja dabei. Auf jeden Fall sollte dann irgendwann Pokémon Schwert und Schild rauskommen, habe ich das auch schon in der letzten Folge gesagt, werden wir das Let's Play auch nicht gleichzeitig beenden, sondern es wird trotzdem weitergehen, aber halt erstmal pausiert. Wenn denn Pokémon Schwert und Schild vorbei ist, dann wird es weitergehen mit Pokémon Masters, so dass wir halt im Grunde genommen regelmäßig hier auf dem Kanal Pokémon haben. Das würde ich nämlich gerne haben, damit ich auch mehr Pokémon-Zuschauer hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten können, damit nicht irgendwelche Leute sagen, der Flui spielt nur 2 bis 3 Mal im Jahr Pokémon, das bringt mir ja überhaupt nichts, wenn ich dem Flui hier zugucke. Die Leute, die ja hier bei diesem Let's Play zuschauen, sollen ja auch sagen, hey, das ist der Typ hier, der Flui, der ist ein toller Spieler, der macht regelmäßig Pokémon. Und genau deswegen möchte ich auch Pokémon hier weiterbringen. Der Kampf ist hier ziemlich schwierig gewesen, dadurch, dass alle Gegner hier ziemlich gut Schadenstore. Ihr seht's, auch das Europe, obwohl die Attacke sehr effektiv war, hat sie nicht so viel geschaden. Deswegen dachte ich mir, jo, jetzt kommst du erstmal mit dem Donnerblitz von Pikachu, damit der Gegner jetzt damit das Staralili uns nicht nervt. Aber trotzdem überlebt der Staralili. Dadurch, dass der Hagelsturm auch an ist, bekommen wir auch hier regelmäßig Schaden. Dann bekommt sie gute hier auch sogar noch einen Crit.
Aber mir war jetzt erstmal wichtig, das starre Lilly wegzukloppen. Und jetzt heißt es erstmal schön den guten Jurob weghauen, damit wir nur noch das Lapras vor uns haben. Aber sie kommt erstmal mit ihrer Special Attack. Blizzard des frostigen Schreckens. Und das tut natürlich Serpifeu extrem weh. Besonders geht das natürlich auf Serpifeu, was natürlich umso schlechter ist, denn Serpifeu ist unsere Waffe hier im Kampf. Wir müssen natürlich jetzt unbedingt den Drachen spielen. Weil wichtig wird, dass Serpifeu überlebt. Aber jetzt können wir auch unsere Gefährtenattacke machen, obwohl wir hier auch wieder extrem viel Damage bekommen. Let's go, Rosi. Geht ab. Mit der Pflanzengefährtenstrahl. Damit hoffen wir doch jetzt, dass das Jurob doch endlich besiegt ist. Schauen wir mal. Jawohl, Jurob ist besiegt. Klar, wir hätten es auch auf das Lapras machen können. Aber wichtiger ist jetzt erstmal, das Lapras wegzuklatschen. Ihr seht, Plinfa und Pikachu sind schon fast besiegt. Aber jetzt ist es erstmal wichtig, hier ein paar Attacken rauszuhauen. Das ist zwar sehr effektiv, aber der Schaden, ihr seht es. Also es gibt schon, wenn ihr das gerade eben vergleicht, der Schaden gerade eben war nicht so extrem wie der hier. Das Lapras macht auch schon ziemlich guten Schaden. Ich pokere hier so ein bisschen darauf, hier ständig eine Attacke einzusetzen, damit ich gleich die Gefährtenattacke einsetze. Muss aber tatsächlich sagen, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich mit Donnerschock ja von Anfang an abgegangen hätte. Denn so geht der Counter nämlich von Anfang an runter. Ihr seht es jetzt ja auch, jetzt ist sogar Pikachu besiegt und Plinfa. Und die gute Rosi muss sich jetzt alleine gegen das eigentlich noch full hier in der Lapras stellen. Klar versuche ich jetzt hier noch mein Bestes gegen das Lapras, aber ihr seht, der Schaden ist so minimal. Und mit dem letzten Blizzard ist dann auch Serpifeu voll besiegt. Unfassbar. Game Over gegen Lapras. Das war ein bitteres Erlebnis. Schon unser zweiter Game Over gegen Lorelei. Wir hatten ja auch schon mal hier in diesen Gefährten-Episoden kassiert. Und jetzt ist schon zum zweiten Mal kassiert. Da sieht man, diese Quests sind doch schon ziemlich challengeig. Oder challengeig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht so einfach. Und deswegen werden wir noch zum Ende hin dieser Folge ein bisschen einen Tag mit Flavia verbringen. Also los geht's. Als du auf dem Vulkan herumwanderst, das wirst du von Flavia angesprochen, die sich bereits dort aufgehalten hat. Hey, du siehst so niedergeschlagen aus, oder bilde ich mir das nur ein? Vielleicht hast du recht. Wusste ich's doch! Ich kenne genau die richtige Methode, um das zu ändern. Wenn's mir mal nicht gut geht, schalte ich einfach einen Gang runter. Das ist eine Lektion, die Kotl mich gelehrt hat. Immer wenn ich einen Vulkan sehe, muss ich daran zurückdenken. Was ist passiert? Als ich noch klein war, hat mich die Tatsache, dass mein Großvater früher Top 4 Mitglied war, ganz schön unter Druck gesetzt. Früher? Als du klein warst? Ich wollte unbedingt so schnell wie möglich stärker werden, aber im Endeffekt lief ich die ganze Zeit nur sinnlos auf Hochtouren. Dann bin ich auf Gürtel aufgefallen. Egal, in welcher Situation ich mich befand, es hat nichts anderes getan, als weiter Rauch auszustoßen. Hashtag Klimawandel. Das sieht dem kleinen Faulpelz ähnlich. Das habe ich mir damals gedacht. Aber Kotl ist ganz und gar nicht faul. Es gräbt nämlich auch Löcher, siehst du? Obwohl es jetzt nur springt. Ach, das macht es, um nach Kohle zu suchen. Hashtag Klimawandel.
dieses verbrennt es dann weiter, um tiefer graben zu können. Den Rauch stößt es aus, weil es die Kohle in Energie umwandelt. Also doch ein Kernkraftwerk. Es ist ein Zeichen dafür, dass es im Stillen hart daran gearbeitet hat, seine Höhlen weiter und weiter zu graben. Und das hat mir etwas verdeutlicht. Man muss die Dinge auf seine Weise annehmen und darf sich nie von seinem Weg abbringen lassen. Hält man daran, kann man auch zu einer Person werden, die man sein will. Dass mein Großvater Teil der Top 4 war, hat nichts mit mir zu tun. Immer, wenn ich unter Stress stehe, schaue ich rüber zu meinem Kotel. Es lässt sich einfach von nichts beeindrucken. Was für Kotel für Höhlen sind, ist für mich der Weg, den ich gehen muss. Und den lege ich mit eigenem Tempo zurück. Kotels Höhlen mögen zwar dunkel und eng sein, aber ich bin sicher, dass es am Ende einen gigantischen tiefen Vulkan erlangt. Und dieser wird die Erde zum Beben bringen. Ganz egal, wie eng es dort sein wird. Das habe ich dank meinem Kultel, das an meiner Seite ist, gelernt. Hahaha, obwohl ich glaube, verspüre ich doch einen gewissen Druck. Aber irgendwie wollte ich dir einfach davon erzählen. Toll, dass du mir zugehört hast, Flui. Danke, dank deiner Geschichte geht es mir jetzt besser. Freut mich, das zu hören. Schließlich bist du für mich so etwas wie ein Vorbild, Flui. Dass ich einen Trainer wie dich treffen konnte, macht mich total glücklich. Ich werde versuchen, mich noch mehr auf mich selbst zu konzentrieren und meinen eigenen Weg zu gehen. Es ist bestimmt einig. Die denken, müssen total abgeklappert zu sein. Aber ich glaube, das macht uns nur müde. Und am Ende treten wir auf der Stelle. Ich grabe mir lieber meinen eigenen Tunnel in Richtung Zukunft. Was für eine Story von Flavia. Und mit diesen weisen Worten verabschiede ich mich von dieser Folge von Pokémon Masters. Falls euch die Folge gefallen hat, schaltet auch unbedingt in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin und ciao!